Sinowatz. Die Ausstellung besteht aus Fotodokumenten, Texten, die in Interviews mit Fritz Sinowatz entstanden sind, verschiedene reale Dinge wie Orden, Publikationen, man beachte die Reihenfolge, und wurde künstlerisch gestaltet von Hans Wetzelsdorfer, einem Neufelder Fotokünstler, bei dem ich mich für seinen wirklich engagierten Einsatz herzlichst bedanken möchte. Ja, und im Anschluss gibt es, der burgenländischen Tradition entsprechend, sicher ein gutes Glas Wein. Wir haben versucht, das Buffet diesmal ganz auf das Geburtstagskind abzustimmen. Das heißt, wer sich jetzt Kaviar und Champagner erwartet, liegt ganz falsch. Alle, die Fritz Sinowatz kennen, wissen auch um seine Liebe zu Bodenständigem. Das heißt, wenn Sie gerne Blunzen und Dürre und ja, Schnitzel, Brot haben wollen, sind Sie herzlichst im Anschluss eingeladen. Es freut mich als Vizebürgermeisterin von Neufeld, aber auch ganz persönlich als Schwiegertochter, dass so viele gekommen sind. Viele Geladene, aber auch viele Neufelder, denn das zeigt, glaube ich, wie beliebt und geschätzt Fritz Sinowatz hier in Neufeld und in Österreich ist. Wir freuen uns ganz besonders, dass der zweite Präsident des Nationalrates, Dr. Heinz Fischer, mit seiner Gattin Margit zu uns gekommen sind. Auch einige Kollegen aus der österreichischen Bundesregierung haben den Weg nach Neufeld nicht gescheut. Wir freuen uns, dass Bundesminister außer Dienst Leopold Kratz, Bundesminister außer Dienst Karl Blecher, die Frau Bundesministerin Hilde Havlicek, Herr Minister Franz Soronitsch, und Herr Professor Sepp Wille zu uns gekommen sind. Applaus.
Natürlich sind wir besonders stolz, dass der höchste Repräsentant unseres Heimatlandes, des Burgenlandes, Herr Landeshauptmann Hans Nissl, auch da ist. Willkommen. Ich freue mich, dass die Vertreter des Burgenländischen Landtages mit an der Spitze mit den Landtagspräsidenten Walter Prior und Dr. Manfred Moser sowie zahlreiche Abgeordnete heute hier sind. Eine besondere Ehre ist es natürlich, dass Frau Landesrätin Verena Dunst und Herr Landesrat Dr. Peter Reeser gekommen sind. Auch die Abgeordnete zum EU-Parlament hat den weiten Weg aus Brüssel nicht gescheut. Herzlich willkommen, Frau Christa Pretsch. Herr Bürgermeister Gerhard Steyer, Abgeordneter zum Nationalrat, schön, dass du gekommen bist. Zwei Abgeordnete des Österreichischen Bundesrates darf ich begrüßen. Aus zwei Ortschaften, die nah beisammen liegen, Herrn Bundesrat Alfredo Rosenmeier und Frau Bundesrätin Johanna Auer. Auch die kirchlichen Vertreter haben sich Zeit genommen für uns. Schön, dass Sie da sind, Herr Magister Ringhofer von der katholischen Kirche Neufeld und Dr. Herbert Rampler von der evangelischen Kirche. Nachdem ich ganz sicher bin, hier protokollarische Fehler zu begehen, bitte ich um Nachsicht, sollte ich jemanden nicht namentlich genannt haben. Wir freuen uns natürlich über alle Besucher. Schön, dass viele Bürgermeister der Nachbargemeinden da sind, Mörbisch, Rust, Ebenfurt, Steinbrunn. Sehr schön natürlich, dass unser Bürgermeister da ist, Nona. Er ist ja der Initiator dieser Ausstellung gewesen. Herzlich willkommen, Herr Magister Gottfried Koos und seine Gattin Marianne. Auch sehr viele Vertreter des Neufelder Stadt- und Gemeinderates anwesend, bei denen ich mich gleich bedanken möchte, dass sie mich beim Empfang der Gäste heute so gut unterstützt haben. Dankeschön. Natürlich gibt es jetzt noch sehr viele Kollegen und Kolleginnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus dem Burgenland, aus der Eisenstädter Zeit, aus Wien, sogar Gerhard Zeiler hat, glaube ich, den weitesten Weg gehabt aus Köln, wenn ich das richtig einschätze. Viele Mitstreiter, würde ich fast sagen, oder Mitkämpfer aus der Sozialdemokratischen Partei sind gekommen. Danke für Ihren Besuch. Danke auch an die zahlreichen Medienvertreter. Klappern gehört zum Geschäft, natürlich. Aber ein herzliches Willkommen an alle, die heute mit uns den 75. Geburtstag feiern wollen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag. Danke. Lieber Herr Altbundeskanzler, lieber Fred Sinowatz, sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, Herr Landeshauptmann, liebe Ehrengäste, Festgäste, liebe Neufelderinnen und Neufelder, wir haben heute eingeladen als Stadtgemeinde zu dieser Festveranstaltung, um unseren Ehrenbürger Dr. Fred Sinowatz zu würdigen und ihm zu gratulieren zu seinem 75. Geburtstag. Und wir sind natürlich stolz als Neufelder, dass einer von uns den Weg gemacht hat, von hier von Neufeld zum Ballhausplatz, so wie diese Ausstellung genannt wurde. Und er hat sehr viel bewegt auf diesem Weg. Und ich glaube, dass die Motivation, die Beweggründe dafür, für die vielen Neuerungen, für diese positiven Neuerungen, die er für Österreich und für das Land gebracht hat, sehr wohl ihre Ursachen hier in Neufeld großteils haben. Dr. Fred Sinowatz wurde am 5. Februar 1929 ganz in der Nähe von diesem Saal hier geboren, in einem Koloniehaus, in einem Haus der Werkskolonie, wo die Arbeiterfamilien, Großfamilien, oft mehrere Familien gleichzeitig in einer Wohnung wohnten. Seine Eltern waren der Vater Arbeiter im Bergwerk, die Mutter in der Fabrik zu diesem damaligen Zeitpunkt und es war ein Neufeld, wo es zwar sehr viele Arbeitsplätze gab, die Fabrik, das Bergwerk,
die chemische Fabrik, aber es gab auch sehr viele Probleme und es gab auch in dieser Zeit immer viele soziale Spannungen und es gab eine organisierte Arbeiterbewegung hier in Neufeld. Und in diesem Neufeld mit diesem sozialen Umfeld wuchs Fred Sinowatz auf. Es war auch eine Zeit der politischen Spannungen in den 30er Jahren und natürlich dann mit dem Zweiten Weltkrieg. Und er war natürlich auch geprägt von einer sozialdemokratischen Familie. Sein Onkel Josef Tschech war ja dann langjähriger Bürgermeister hier in unserer Gemeinde. Diese soziale Situation, aber auch, glaube ich, wenn man seine Publikationen liest oder wenn man mit ihm spricht, vor allem die Tatsache, dass es gerade den Kindern aus Arbeiter- oder weniger begüterten Familien nicht möglich war, Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen und ihre Begabung weiterzuentwickeln, waren ebenfalls ein wesentlicher Eindruck, den der junge Fred Sinowatz in dieser Zeit gewonnen hatte. Nach dem Krieg war er, als die Parteien und in Neufeld die Sozialdemokratische Partei auch dabei war, wieder Strukturen zu schaffen, einer der ersten, der dabei war, hier mitzuwirken und mit seinem Onkel Josef Tschech hier Aufbauarbeit zu leisten. Er ging dann seinen Weg, 1948 Matura, 1953 die Promotion zum Doktor der Philosophie und es führte ihn dann der Weg, fast kann man sagen, dann über seine Tätigkeit direkt in die Politik. 1958 war er dann Obmann der lokalen SPÖ in Neufeld und er ging dann auch, oder er wurde dann auch in den Gemeinderat und Gemeindevorstand gewählt. Er war also auch, das vergisst man auch in Neufeld, glaube ich, hier in Neufeld politisch tätig, aber es ist auch verständlich, denn 1961 kam er dann in den Landtag und Sie alle kennen dann seinen weiteren Werdegang, Landtagsabgeordneter, Landtagspräsident, Landesrat, Bundesminister für Unterricht und Kunst und Bundeskanzler. Ja, und diese Eindrücke, diese sozialen Eindrücke, die er hier in diesem Neufeld, in diesem sozialen Umfeld gewonnen hat, waren, wie gesagt, sicher ein Motor für seine Reformfreudigkeit, gerade im Bildungswesen. Als Neufelder haben wir aber auch in dieser Zeit immer, auch wie er in der Landespolitik war und wie er dann in der Bundespolitik war, immer gespürt, dass er Neufelder geblieben ist. Er hat nach wie vor seinen Wohnsitz hier gehabt, er hat das Gespräch mit den Neufelderinnen und Neufeldern gesucht und er war eine wichtige Unterstützung in einer Zeit, als Neufeld zu einem Strukturwandel gezwungen war, als die Hanf-Jute-Fabrik schließen musste und es daran ging, die Strukturen zu ändern, von einer großen Industriegemeinde zu einer Gemeinde, die einen neuen Schwerpunkt im Fremdenverkehr suchte und im Gewerbe. Und dass dieser Strukturwandel so positiv gelungen ist und so gut gelungen ist, verdanken wir unserem Ehrenbürger und Altbundeskanzler Dr. Fred Sinowatz. Herzlichen Dank. Ich möchte diese Gelegenheit aber auch dazu nutzen, nicht nur hier in meiner offiziellen Funktion als Bürgermeister Dank zu sagen, sondern ich sehe mich auch als Angehörigen jener Generation, die als Erste in den Genuss dieser großen Reformen im Bildungswesen und Sozialwesen gekommen ist. Nämlich es war für uns als Kinder, als Arbeiterkinder schon eine merkliche Verbesserung, als wir nicht mehr im Rahmen der Schülerfreifahrt dann unsere Monatskarten zahlen mussten, unsere Bücher frei bekamen und dann noch zusätzlich eine Schulbeihilfe bekommen konnten. Das war sicher eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass viele aus unserer sozialen Schicht die Möglichkeit hatten, diesen Bildungsweg zu gehen und auch nicht nur diesen Bildungsweg dann erfolgreich abzuschließen, sondern weiterhin erfolgreich zu werden. Ich sage dies deshalb auch, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass gerade unsere Generation oder Generationen, die von diesen Reformen so viel profitiert haben, das oft schon vergessen haben. Und gerade wenn es um gesellschaftliche Fragen der Solidarität oder Fragen, Schwächeren zu helfen, dies gerne vergessen, dass sie vielleicht auch selbst einmal von diesem Gedankengut profitiert haben und es ihnen dieses Gedankengut ermöglicht hat, hier
so einen erfolgreichen Lebensweg zu beschreiten. Und schlussendlich möchte ich noch eine Möglichkeit wahrnehmen, dir zu danken für die vielen Gespräche als, naja, nicht mehr so ganz junger Politiker, aber doch als Politiker einer jüngeren Generation, die wir geführt haben. In Zeiten, wo es in Neufeld nicht so einfach war, vor allem auch für die Sozialdemokratie nicht so einfach war und wo mir diese Gespräche sehr viel geholfen haben. Und ich muss auch sagen, es gelingt dir, in diesen Gesprächen auch immer Erfahrungen weiterzugeben, ohne dass man den Eindruck erhält, dass es ja, mehr oder weniger eine Art Besserwissen ist oder die Erfahrungen aufgedrängt werden sollen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für uns in den jüngeren Generationen, dass wir uns bewusst mit dem auseinandersetzen, was früher war, und uns das anhören, was unsere Vorgänger auch zu den heutigen Problemen sagen. Nicht, um dann das alles nachzumachen, sondern um das aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit zu bewerten und dann unsere Lösungswege zu suchen. Lieber Dr. Fred Sinnerwarz, lieber Fred, ich gratuliere dir und danke dir in meiner Funktion als Bürgermeister im Namen aller Neufelderinnen und Neufelder für das, was du für Neufeld gemacht hast. Wie gesagt, als Angehöriger einer Generation, die vielleicht noch nicht so Dank gesagt hat für das, was du ihnen ermöglicht hast, und als Dank für deine Gespräche. Und ich hoffe, dass wir noch sehr viele interessante Gespräche führen werden. Und alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Dank. Musikauswahl hatte ich vergessen. Das ist eines der Lieblingslieder meines Schwiegervaters aus seinem CD-Fundus und wir dachten, wann, wenn nicht jetzt. Ich freue mich, wenn Herr Landeshauptmann Nissl jetzt eine Festansprache halten wird. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler außer Dienst, Herr Präsident des Nationalrates, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren Abgeordneten, Regierungskollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Neufelderinnen, liebe Neufelder. Ich glaube, Sie waren alle, so wie ich, überrascht über diese schwungvollen Melodien, ein Lieblingslied des Herrn Bundeskanzlers. Wir haben alle gerätselt, wer der Sänger ist. Meine Generation kann sich daran eigentlich nicht mehr so erinnern. Aber du wirst uns das später sicherlich auch noch sagen können. Heute ist ein besonderer Tag für die Sozialdemokratie des Burgenlandes. Heute ist ein besonderer Tag für die Sozialdemokratie Österreichs. Eine Persönlichkeit, die sich große Verdienste um das Land, um die Menschen des Landes erworben hat, feiert heute den 75. Geburtstag. Bundeskanzler außer Dienst Dr. Fred Sinnerwarz ist der einzige Burgenländer, der Bundeskanzler war, der an der Spitze der Sozialdemokratie Österreichs gestanden ist. Er zählt mit Sicherheit zu den bedeutendsten Politikern der Zweiten Republik. Ich darf dir, lieber Fred, im Namen der Sozialdemokratie des Landes Burgenland danken für deinen großen persönlichen Einsatz, für deine Leistungen, für dein Engagement, für deinen Idealismus. Ich gratuliere dir zu deinem 75. Geburtstag. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute,
vor allem viel Gesundheit. Der Bürgermeister hat bereits gesagt, dass du hier in Neufeld geboren wurdest. Neufeld ist eine der Wiegen der Sozialdemokratie des Burgenlandes, eine sozialdemokratische Hochburg. Und es hat im Burgenland eine schon sehr lange und gute Tradition, dass viele Spitzenpolitiker im Laufe der Jahrzehnte aus der Kommunalpolitik hervorgegangen sind. Du hast hier als Ortsparteiobmann, als Gemeinderat deine Karriere in der Politik begonnen. Du bist im Jahr 1961 in den burgenländischen Landtag eingezogen und wurdest Landesgeschäftsführer. Und eine deiner großen und ersten Herausforderungen war das Wahljahr 1964. Und du hast in diesen wenigen Jahren von 1961 bis zum Jahr 1964 es geschafft, die Sozialdemokratie des Burgenlandes neu zu positionieren, neue Parteistrukturen aufzubauen. Und es ist der Sozialdemokratie 1964 erstmalig in der Geschichte Österreichs gelungen, eine konservative Mehrheit umzudrehen. Die Sozialdemokraten bekamen erstmalig 1964 die Mehrheit im Burgenland und sie stellten mit Hans Vögel erstmalig den Landeshauptmann des Burgenlandes. Und es ist heuer genau 40 Jahre her, dass es dank deiner Strategie, dank deiner Überlegungen einen Sozialdemokraten als Landeshauptmann im Burgenland gibt. Du warst der Architekt, du warst ein Stratege der Wende und dafür sind wir dir heute noch sehr, sehr dankbar. Und diese sozialdemokratische Mehrheit im Burgenland bedeutete auch eine neue Ära im Burgenland. Es gab eine neue Aufbruchstimmung. Das Burgenland wurde selbstbewusster. Es wurden neue, andere Prioritäten gesetzt. Das Burgenland war am Beginn der 60er Jahre das mit Abstand rückständigste und ärmste österreichische Bundesland. Es war ein Land der Schulschande. Und wenn wir die Geschichte des Burgenlandes verfolgen, dann hat es im Jahr 1921, als wir zu Österreich gekommen sind, eine einzige maturaführende Schule gegeben. Heute haben wir 26 maturaführende Schulen. In den 60er Jahren hat es im Burgenland ca. 120 Maturanten gegeben. Heute haben wir 1200 Maturanten. Und Mitte der 60er Jahre gab es im Burgenland ca. 500 Studenten und heute gibt es im Burgenland ca. 6000 Studenten. Und es ist und war dein Verdienst, dass das Schulbauprogramm des Bundes zuerst in Burgenland umgesetzt wurde. Dass es aus einem Land der Schulschande ein Land mit einem breiten und qualitativen Bildungsangebot wurde. Und das ist die wesentliche Voraussetzung auch dafür, dass jetzt die neuen Arbeitsplätze, die entstanden sind, tatsächlich angenommen werden können. Dass die Menschen jene Qualifikation und Bildung bekommen haben und bekommen, die notwendig ist, um einen wirtschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen. Denn Bildung ist der Rohstoff für den Wohlstand der Zukunft. Und hier wurde von Fred Sinowatz in den 60er und 70er Jahren das Fundament im Burgenland gesetzt, ein festes Fundament, auf dem wir aufbauen konnten, es ergänzt und erweitert haben mit den Fachhochschulen, wo wir bereits 1300 Studienplätze haben, aber die Voraussetzungen sind in den 60er und 70er Jahren gelegt worden. Und es hat sich vor allem auch im Kulturbereich sehr vieles zum Positiven verändert. Es wurde in den 60er und 70er Jahren erkannt, dass die Vielfalt der Sprache, die Vielfalt der Kulturen, die Vielfalt des Landes ein Reichtum des Burgenlandes ist. Dass die Offenheit, die Weltoffenheit, die Toleranz wichtige Voraussetzungen sind. Und es waren die 60er und 70er Jahre, als viele Künstler zu uns ins Burgenland gekommen sind. Nicht nur, weil es hier eine schöne Landschaft gibt, weil es eine Gastfreundschaft gibt,
sondern weil eine Grundstimmung geschaffen wurde, die offen ist, die tolerant ist, wo diese Werte in den Vordergrund gestellt wurden und wo wir unsere Vielfalt als Reichtum betrachten, und das wird auch von sehr vielen Gästen gesehen. Dr. Fred Sinowatz hat aber nicht nur hier im Burgenland mit seinen Freunden den burgenländischen Weg geprägt, den erfolgreichen burgenländischen Weg. Dr. Fred Sinowatz hat auch gemeinsam mit Bruno Kreisky, mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch den österreichischen Weg der Sozialdemokratie in einem sehr hohen Maße mitgeprägt. Und es war wieder das Bildungssystem, das in den 70er Jahren grundlegend verändert wurde. Ich kann mich noch sehr gut zurückerinnern, ich habe die Pädagogische Akademie Anfang der 70er Jahre in Wien besucht. Ich habe dann 1974 als Lehrer zu unterrichten begonnen, nachdem ich das Bundesheer absolviert habe. Und es war eine Aufbruchstimmung sowohl in den pädagogischen Akademien sichtbar als auch im Schulwesen. Demokratisierung, Chancengleichheit, Humanisierung, das waren keine Schlagworte, sondern das wurde durch den damaligen Unterrichtsminister Dr. Fred Sinowatz auch tatsächlich gelebt und bis in die kleinste Schule auch hinausgetragen. Es wurde auf Schulpartnerschaften Wert gelegt. Es hat Schulversuche gegeben, die teilweise in das Regelschulwesen übernommen wurden. Und es war auch dieser erfolgreiche österreichische Weg, der dazu geführt hat, dass die Sozialdemokratische Partei Österreichs europaweit eine der erfolgreichsten Sozialdemokratien geworden ist und zur damaligen Zeit war. Und dieser Zeitabschnitt war auch einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste, in der Zweiten Republik für die Menschen in Österreich, für das Land Österreich. Und einen wesentlichen Beitrag zu dieser erfolgreichen Entwicklung hat unser Bundeskanzler Dr. Fred Sinowatz geleistet. Dr. Fred Sinowatz wurde im Jahr 1971 von Bruno Kreisky in die Regierung berufen. 10 Jahre später wurde er Vizekanzler und anschließend Bundeskanzler. Er hat die Sozialdemokratische Partei und die Regierung in einer sehr schwierigen Zeit angeführt. Er war in einer sehr schwierigen Zeit Bundeskanzler. Die Zeit war deswegen sehr schwierig, weil die Sozialdemokratie die Mehrheit verloren hat, eine Koalition bilden musste. Es war auch eine Zeit des Paradigmenwechsels, wo die Wirtschaft sich verändert hat, wo viele gesellschaftspolitische Veränderungen notwendig waren. Und es ist Dr. Fred Sinowatz gelungen, die Partei zu einigen. Es ist ihm gelungen, in einer sehr schwierigen Zeit als Persönlichkeit, die nicht polarisiert, sondern integriert, zu konsolidieren, zu erneuern, wichtige Weichenstellungen vorzunehmen. Und aufgrund dieser Weichenstellungen ist es ihm auch gelungen, dass in weiterer Folge die Sozialdemokraten 13 Jahre lang den Bundeskanzler stellen konnten. Dr. Fred Sinowatz ist aber auch sehr interessiert am tagespolitischen Geschehen. Ich habe vor wenigen Tagen auch ein Interview von ihm gelesen, und er hat in diesem Interview wurde er unter anderem gefragt, wie beurteilen Sie die Chancen bei den nächsten Bundespräsidentenwahlen? Und Dr. Fred Sinowatz hat gesagt, dass die Chancen für Dr. Heinz Fischer sehr gut stehen, dass er die richtige Persönlichkeit für dieses wichtige Amt ist, dass er große Erfahrung hat, dass er kompetent ist, dass er die Fähigkeiten hat, Konflikte, die es innerhalb Österreichs gibt, auch entsprechend zu lösen. Und als ich mit dem Herrn Bundespräsidenten letztes Wochenende mit im Iran war und die Aufgabe des Bundespräsidenten mitverfolgt habe,
war mir klar, was die wichtigsten Aufgaben sind, nämlich einerseits international entsprechend auftreten zu können, eine große Delegation mit 100 Menschen vorzustehen, diplomatisches Fingerspitzengefühl zu haben, in einem sehr sensiblen Land mit einer anderen Kultur entsprechende Aussagen tätigen zu können, wir internationale Kontakte knüpfen zu können. Und deswegen glaube ich, dass deine Zuversicht, dass Heinz Fischer Bundespräsident wird, mehr als berechtigt ist. Viktor Adler hat einmal gesagt, Politiker müssen die Leute gern haben. Und ich glaube, dass dieser Satz maßgeschneidert für dich ist, lieber Fred, denn wir alle wissen, dass du die Menschen gern hast und dass dich die Menschen gern haben. In diesem Sinne darf ich mich im Namen der burgenländischen Sozialdemokraten bei dir sehr, sehr herzlich bedanken für deinen großen Einsatz, für dein Lebenswerk Sozialdemokratie. Ich wünsche dir zu deinem 75. Geburtstag alles Gute, viel Gesundheit. Du bist für uns ein Vorbild, nicht nur als Politiker, sondern vor allem als Mensch, der du immer geblieben bist. Alles Gute für die Zukunft. Fred Zinnowatz bringt Erinnerungen an ein Leben zu Papier, das am 5. Februar 1929 in der Industriegemeinde Neufeld an der Leitha begonnen und auch heute noch in diesem Ort seine unverrückbare Mitte hat. Die Eltern waren zunächst Arbeiter in dem nahe zur niederösterreichischen Grenze gelegenen Ort, litten an den wirtschaftlichen Zuständen jener Jahre und bauten sich in der Folge eine kleine Kohlenhandlung auf. Ich bin in einem Pioniehaus geboren, in dem aber mein Vater gar nicht einziehen konnte, weil schon der Großvater dort gewohnt hat und die Schwester mit der Familie von meiner Mutter. Und das waren die Begleitumstände und das war eigentlich das, was sich in den nächsten Jahren fortgesetzt hat. Die 30er Jahre waren in Neufeld, gekennzeichnet durch eine wirkliche materielle Not. Hat alle sofort positiv überrascht, was man ja von außen nicht ansehen würde. Ich sage das ohne Bosheit, das ist einfach so, dass er einer der gebildetsten Menschen ist, die ich jemals kennengelernt habe. Als Historiker, nicht nur als burgenländischer Lokalhistoriker, mit einem ungeheuren Allgemeinwissen und natürlich einer geradezu... Er weiß einem immer zu und gibt immer Ratschläge und so. Und er ist auch viel ruhiger. Und deswegen kann man ihm leichter, kann man ihm alles erzählen, hört zu und sagt dann offen seine Meinung. Was man von manchen Leuten nicht so offen hören kann, aber von den Kollegen. Ich bitte nun Herrn Nationalratspräsidenten Dr. Fischer um seine Ansprache. Lieber Fred, Herr Landeshauptmann, liebe Freunde und Freundinnen von Fred Zinnowatz, meine Damen und Herren, ich hoffe, Fred, dass du mit dieser Veranstaltung aus Anlass deines 75. Geburtstags genauso viel Freude hast, wie es uns Freude macht, daran teilzunehmen, dich wiederzusehen, ein Wort des Dankes zu sagen und natürlich auch ein bisschen in Erinnerungen zu kramen und zu leben, allein wenn ich Holde Graz und den Kalle Brecher und die Hilde Havlicek und andere sehe und mich auch freue, dass der Minister Soronic hier ist, den wir auch begegnet haben bei unserem letzten Mittagessen vor ein paar Wochen, der ist immer irgendwie auch dabei, dann erinnert mich das natürlich
an deine politische Arbeit, an vieles, was wir von dir gelernt haben, was wir dir verdanken und was Österreich dir verdankt. Und Burgenland ist ein Teil Österreichs, aber alle Bundesländer haben zum Beispiel unglaublich davon profitiert, dass in den 12 Jahren der Tätigkeit von Fred Sinowatz als Unterrichtsminister mehr Schulen in Österreich gebaut und eröffnet wurden wie in den 70 Jahren zuvor. Von 1900 bis 1971 sind nicht so viele Schulen gebaut worden wie von 1971 bis 1983. Und das könnte man auch auf vielen anderen Bereichen und natürlich auch im Bereich der Kunst sagen. Ich bin vorigen Samstag, heute genau vor einer Woche, in Vorarlberg gewesen, den ganzen Tag mit jenen Programmen, die du ja kennst, so von Stunde zu Stunde. Und in dieses Programm war auch eingebaut ein Zusammentreffen mit dem von mir sehr geschätzten Schriftsteller Michael Köhlmeier, der mit seinem Buch Schlafes Bruder den Durchbruch geschafft hat. Und wir haben uns zusammengesetzt und einen Kaffee bestellt. Und die erste Frage war, sagen Sie, Dr. Fischer, wie geht es eigentlich dem Bundeskanzler Sinowatz? Und gefolgt ist eine 10-minütige Laudatio dieses Schriftstellers, der weit weg von hier wohnt, auf den Kulturminister Sinowatz, auf seine Reformfreudigkeit, auf sein Fingerspitzengefühl gegenüber den Kulturschaffenden, eine wirkliche Lobeshymne, wenn nicht Liebeserklärung. Und ich habe ihm gesagt, na, wollen Sie wirklich wissen, wie es ihm geht? Na, freilich, sagt er. Sag ich, nehmen Sie das Handy, 026 24 536 00, probieren wir, ob er zu Hause ist. Du warst zu Hause, ich bin gar nicht mehr zum Wort gekommen, der Köhlmeier hat mit dir geredet und ich glaube, ihr habt ein Zusammentreffen ausgemacht, er möchte von Vorarlberg hierher kommen, dich hier besuchen. Und das ist so ein winzig kleines Detail aus einer Arbeit, auf die du eben stolz sein kannst. Und wir alle sind stolz. Weil um wie viel schöner ist es, wenn ein Künstler so über einen früheren Kulturminister spricht, als wenn er gesagt hätte, übrigens, eins muss ich Ihnen schon sagen, damals der Unterrichtsminister, Kulturminister etc., und da könnte ja allerhand Unerfreuliches kommen. Und dass es das genaue Gegenteil ist. Und ohne jeden Anlass und ohne Wissen, dass wir doch in einigermaßen regelmäßigen Kontakt sind. Das wollte ich dir heute und euch allen und allen anderen erzählen. Und wenn wir da ein paar Bilder gesehen haben, ich glaube schon, dass die ersten 16 Jahre im Leben eines Menschen sehr, sehr prägend sind. Manche sagen schon die ersten 2, 3, 4 Jahre. Und wenn ich denke, was bei dir in diesen ersten 16 Jahren sich ereignet hat, was in diese Periode gefallen ist, von 1929 bis 1945, diese Katastrophen der Ersten Republik, diese Armut, diese Ungerechtigkeit, dieses autoritäre Gehabe, dieser Führerkult, die Zerschlagung der Demokratie, der Austrofaschismus, diese Zwangsmissionierung der Menschen auf eine bestimmte Weltanschauung, die allen Grundsätzen der freien Entfaltung der Persönlichkeit und des Pluralismus und Liberalismus widersprochen hat. Und dann die noch viel, viel, viel schlimmere und größere und inhumanere Katastrophe der NS-Diktatur und der Krieg. Da ist es schön, wenn alle diese Erlebnisse dann nicht zu irgendeiner Verzweiflung führen, nicht dazu führen, von Politik und von all diesen schmutzigen Dingen nichts mehr wissen zu wollen, sondern wenn das dazu führt, dass die Energien geweckt werden,
in Richtung, das muss man anders und besser machen. Da gibt es bessere Möglichkeiten, die Gesellschaft zu gestalten und vernünftig aufzubauen und das Zusammenleben der Menschen zu regeln. Und mit diesen Energien ist der Fred in die Politik gekommen. Und als er dann irgendwie auf die öffentliche Tribüne getreten ist, denn deine Wahl zum Vorsitzenden der Lokalorganisation dieses Ortes würde ich ja noch nicht als die Nationwide Tribune betrachten, noch nicht als eine nationale Führungsfunktion im Staate, obwohl ich mich zu erinnern glaube, dass du irgendwann einmal erzählt hast, dass schon in der Versammlung, wo du zum Vorsitzenden der Lokalorganisation Neufeld gewählt wurdest, der Bruno Kreisky als Referent anwesend war. Ich glaube, ich erinnere mich richtig. Also der Fred hat schon gewusst, wenn man einladen muss zu einem solchen Anlass und zu einer solchen Veranstaltung. Und ich kann mir vorstellen, wie der damalige Staatssekretär Kreisky doziert hat und euch alle begeistert hat. Aber ich meine dann deine spätere Rolle und deine Rolle als Landesparteisekretär, die so etwas Außerordentliches war, weil da so viel Dynamik drinnen gesteckt ist und so viel Wille zur Veränderung und etwas, was ungeheuer schwierig ist, nämlich zu dieser Bewegung, der man sich verbunden fühlt, loyal zu sein und dennoch auf Veränderung zu bringen. Das gleichzeitig zusammenbringen, ist nicht immer leicht. Und mit Interesse haben wir auf diese Landtagswahlen im März 1964 alle geblickt. Beude kann sich sicher erinnern, Charlie kann sich auch erinnern. Ich war Skifahren, wie wenn es gestern gewesen wäre. Ich war Skifahren in den Radstädter Tauern in einer Naturfreundehütte, damals mit Klaus Sperlich und Johanna Broder und anderen. Und ich wusste, heute am Sonntag sind die Landtagswahlen im Burgenland. Nur hat es damals um 17 Uhr noch keine Hochrechnungen gegeben. Und wir haben halt warten müssen und warten müssen. Und irgendwann ist dann in den Nachrichten die Mitteilung gekommen vom Erfolg der Sozialdemokratie. Und Fred, ich glaube, ich habe dir das noch nie erzählt, aber das war eine solche Freude und das war ein solcher Jubel für junge Sozialdemokraten, weil wir gesehen haben, dass jemand, der sich anstrengt, und der das mit Kopf macht und mit Herz macht und mit Energie macht, was man da alles erreichen kann. Und ich glaube, von 1945 bis heute haben in Österreich, ich habe es mal ausgerechnet, 112 Landtagswahlen stattgefunden. Und es hat nur deine Wahl, sage ich jetzt einmal, von 1964, ohne die Verdienste aller anderen zu schmälern, und das Kernthema gegeben, wo Mehrheitsverhältnisse in einem Landtag so verändert wurden, dass eben auch ein Landeshauptmannwechsel damit verbunden war. Klammer, wir halten alle der Gabi Burgstall in Salzburg fest, die Daumen, selbstverständlich. Und dieser Erfolg ist wirklich beachtet worden und es fehlt mir jetzt die Zeit. Du bist nirgends so ungeduldig als bei Reden, wo du gefeiert oder geehrt wirst, das hast du mir ja auch vorhin schon mit deiner Körpersprache angedeutet. Also werde ich nicht die ganzen 60er Jahre jetzt Revue passieren lassen. Dein Eintritt in die Regierung Kreisky im Jahr 71, an dem auch der Boldi mitbeteiligt war, ist ja bekannt. Der Fluchtversuch des Fred Sinowatz gegenüber dem Kreisky war bekanntlich, ich bin ja kein Lehrer. Und der Kreisky hat gesagt, nein, ich will ja kein Lehrer. Und dieser Versuch eines Sidesteps war nicht erfolgreich. Du bist am Minoritenplatz gelandet und die Schulen danken dir das Bildungssystem, dank dir das, auch wenn jetzt wieder manches kaputt gemacht und zurückgeschraubt wird von dem, was wir erreicht haben. Und die Kulturschaffenden sowieso, die nach wie vor an dir hängen und deine Arbeit schätzen. Und dann ist die Zeit gekommen, wo die Ära Kreisky als Bundeskanzler
immerhin 12 Jahre, 13 Jahre, sich dem Ende zugeneigt hat. Bruno Kreisky hat sich offenbar schon vor der Wahl entschlossen gehabt, wenn er nicht mehr die absolute Mehrheit erzielt, dann gibt er die Stafette weiter an jemand anderen und er hat den Fred Sinowatz ausgesucht und mit kreiskischer Beharrlichkeit daran festgehalten. Und ich sehe das auch noch vor mir, jene Parteivorstandssitzung, wo der Kreisky erläutert hat, warum das der Fred sein muss und wird und niemand anderer und alle Gründe angeführt hat. Und der Fred ist immer geradezu physisch mehr in die Defensive gegangen, hat sich immer mehr zu reduzieren versucht, hat ein paar schüchterne Argumente noch gehabt, ich will sie gar nicht aufzählen, obwohl ich mich noch genau erinnern kann. Aber Kreisky hat das weggewischt und Fred Sinowatz war bestellt als Nachfolger. Und in dem Moment ist dann jene Veränderung vor sich gegangen, die es geben muss. Nämlich, gut, jetzt ist es entschieden und jetzt mache ich das mit voller Kraft und mit ganzem Einsatz. Und der Fred ist dann wirklich an die Arbeit gegangen, hat seine Regierung gebildet, hat eine Koalition mit Norbert Steger vorgefunden, muss ich fast sagen, weil es hat ja die Alleinregierungsmöglichkeit nicht mehr gegeben und die Zeit für eine Koalition mit der ÖVP war nicht geeignet. Dazu waren die Differenzen zu groß, dazu war der Wahlkampf zu hart und dazu war auch der Abstand, der uns auf die absolute Mehrheit gefehlt hat, zu klein. Weil die absolute Mehrheit hat man mit 92 Mandaten, wir haben damals 90 gehabt. Also so quasi sich wegen dieser zwei Mandate die Schwierigkeit einer großen Koalition anzutun, unter Anführungszeichen, das war damals nicht vorherrschendes Denken und so ist es zu dieser Koalition mit den Freiheitlichen gekommen. Du hast am 31. Mai 1983 deine Regierungserklärung abgegeben und es war eine lange, eine umfangreiche Regierungserklärung von fast 2 Stunden im Nationalrat und es war eine sehr, sehr kluge Regierungserklärung. Ich würde sagen, eine der aussagekräftigsten Regierungserklärungen. Und da hat es diesen einen Satz gegeben, alles ist sehr kompliziert und da gibt es Menschen, die sich darüber lustig gemacht haben und das nicht begriffen haben und ihre mangelnde Einsicht in den Zusammenhang dieses Satzes bewiesen haben. Und daher benütze ich gerne diese Gelegenheit dieses Geburtstags, Ihnen das einmal wörtlich vorzutragen. Fred Sinowatz am 31. Mai. Ich meine, dass wir uns in den nächsten Jahren sehr um eine neue Integration des politischen Denkens, Planens und Handelns bemühen müssen. Eine solche ganzheitliche Betrachtung sollte uns helfen, die Politik wieder als eine Einheit aufzufassen, die Mensch und Gesellschaft und Wachstum und Lebensqualität und Technik und Natur, Ökonomie und Ökologie umfassen müsste. Lebhafte Zustimmung bei SPÖ und FPÖ. Und wir müssen eine neue Partnerschaft der Generationen anstreben. Die Verbindung von Erfahrung und Ausblick, von Lebensweisheit und Fantasie. Wir brauchen Ideen und Ideale und Visionen und Utopien, aber doch auch die Bereitschaft zur konkreten Arbeit und das Finden von praktischen Lösungsmöglichkeiten. Ich weiß schon, meine Damen und Herren, das ist alles sehr kompliziert, so wie diese Welt, in der wir leben und handeln und die Gesellschaft, in der wir uns entfalten wollen, kompliziert ist. Haben wir daher den Mut, mehr als bisher auf diese Kompliziertheit hinzuweisen, zuzugeben, dass es perfekte Lösungen für alles und für jeden in einer pluralistischen Demokratie gar nicht geben kann. Helfen wir mit, dass die simplen Denkmuster in der Politik überwunden werden. Und dass wir die notwendigen Auseinandersetzungen für einen demokratischen Willensbildungsprozess ohne Herabwürdigung der Politik führen können. Ich halte es für ungeheuer richtig und wichtig, das von einer Regierungsbank gesagt zu haben. Es ist gescheit, es ist anständig,
es ist nicht parteiisch, es ist einfach eine Analyse dessen, was Politik und Regierungspolitik sein kann und sein müsste. Und jemand, der aus diesem Gedanken nur mitnimmt, es ist alles sehr kompliziert, so quasi, mir ist das alles zu kompliziert, denn so ist es ja verfälscht worden, der hat einfach nicht das Niveau zu verstehen, was Fred Sinowatz damals gemeint hat. Und so ist eben im Sinne des Mottos des heutigen Geburtstages dieser Weg von Neufeld zum Ballhausplatz verlaufen. Und ich war sehr getröstet, wie ich da jetzt gehört habe, dass du sagst, du freust dich über die Erfolge, aber du möchtest auch die Niederlagen oder die Misserfolge nicht vermissen. Da liegt ja eine kleine Nuance zum Bruno Kreis getrennt, denn dessen einschlägiger Satz auf diesem Gebiet hat ja bekanntlich gelautet: Kinder, ich verkenne nicht den Pathos der Niederlage, aber gewinnen ist mir lieber, hat der Kreis gesagt. Ist auch was dran, gebe ich zu. Aber zu sagen, ich bekenne mich aus meiner Biografie heraus zu den Erfolgen, aber auch die Niederlagen sind ein Teil meines Lebens und auch aus Niederlagen kann man lernen. Und manche sagen, aus Niederlagen lernt man mehr als aus Siegen, vor allem wenn man nachher noch Gelegenheit hat, die Erfahrungen aus der Niederlage anzuwenden. Das tröstet mich und das macht es auch leichter, diese Periode deiner Regierungszeit objektiv zu analysieren. Ich habe mich unlängst zum Beispiel beschäftigt, ein bisschen mit den außenpolitischen Aktivitäten von Fred Sinowatz. Und es ist unglaublich, wie viel auf diesem Gebiet in den 3,5-4 Jahren geleistet wurde. Ich glaube, es war ein entscheidender Anstoß zu den Südtirol-Gingen, der erste Besuch eines österreichischen Regierungschefs in Rom nach 1945. Es waren wichtige Schritte in den Beziehungen zu China zum Beispiel, wo das wieder aufgenommen wurde, was Kreisky und Pandit Nehru und später Kreisky und Indira Gandhi begonnen haben. Es waren zwei wichtige Besuche von Fred Sinowatz bei den Vereinten Nationen am Anfang und gegen Ende seiner Regierungszeit. Und wirklich entscheidende außenpolitische Impulse. Und manche, die glauben, sie haben die außenpolitische Weisheit in großen Dosen konsumiert, sollen sich eigentlich da ein bisschen ein Beispiel nehmen, wie man wirklich eine initiative, aktive, engagierte, standpunktfeste Außenpolitik betreiben kann. Dass es ganz, ganz schwierige Probleme gegeben hat, wird niemand leugnen, und dass gerade der Weinskandal zum Beispiel in deiner, unserer Zeit passiert ist, hat uns damals viel Kopfzerbrechen gemacht. Aber alle Weinbauern von heute können sich wahrscheinlich gar nichts Besseres wünschen, als dass dies damals passiert ist mit den nachhaltigen Konsequenzen, die dann gezogen wurden und die sich so wohltuend in diesem Bereich ausgewirkt haben. Und auch deine Einstellung zu der aufkommenden Grünbewegung ist richtig, nämlich zu sagen, selbst wenn irgendwie dieses Heimburg-Ereignis sich nicht ergeben hätte, die Zeit war reif dafür, dass dieser Faktor der Gesellschaft, der in den 40er Jahren, in den 50er Jahren überhaupt keine Rolle gespielt hat, und dessen Anwachsen in den 70er Jahren man so deutlich beobachten konnte, wenn ich denke, wie viele Gemeinden in Österreich sich darum gerissen haben, Anfang der 70er Jahre, dass das Kernkraftwerk bei ihnen gebaut wird, ob das in Köpfritz oder in Zwentendorf oder so, alle wollten das Kernkraftwerk haben. Und der Bundeskanzler Klaus hat bedauert, dass er das in seiner Regierungszeit nicht mehr fertig hat machen können, und 6-8 Jahre später war es eine Riesenhypothek, weil sich die gesellschaftliche Einstellung, die gesellschaftliche Meinung dazu verändert hat, und da haben wir dann auch in den 80er Jahren noch
Lehrgeld zahlen müssen oder mit Problemen zu tun gehabt. Lieber Fred, in deinem Sinne nicht mehr an politischen Fakten, außer, dass es wirklich auch menschlich immer angenehm war, mit Fred zu arbeiten. Ich kann mich nie an irgendeine unangenehme oder gar bösartige oder lautstarke Auseinandersetzung oder etwas Ähnliches erinnern. Vielleicht werden manche sagen, du warst um eine Nuance zu liebenswert und liebenswürdig, aber das ist ja etwas, was ich mir auch gelegentlich mit ein bisschen anderen Vorzeichen anhören muss, große Harmoniesucht und so weiter. Und wahrscheinlich ist das eh nicht so schlecht, Fred. Zumindest auf lange Sicht. Und ein ganz großes Dankeschön für deine politische Lebensarbeit im Burgenland, in Österreich, in der Sozialdemokratie. Und jeder, der sagen kann, ich bin mit Fred Sinowatz befreundet, kann darauf stolz sein. Danke. Wünschen wir alle uns, ist auch zu verdanken dem Herrn Professor Tragl und seiner medizinischen Kunst. Ich bitte dich um deine Schlussansprache. Ich habe mich in den letzten Tagen sehr gewundert, welches Aufsehen mit meinem Geburtstag gemacht wurde. Denn so wichtig nehme ich mich gar nicht. Und ich bin überhaupt ein Verfechter der Auffassungen, dass die Persönlichkeit in der Geschichte und in der Politik übertrieben wird. Denn im Grunde genommen sind wir alle Produkte unserer Gesellschaft, unserer Umfeld, des Zeitgeistes. Aber, nachdem Kreisky schon heute zitiert wurde und ich das fortsetzen möchte, von ihm stammt ja der Satz, man kann überhaupt nie genug gelobt werden. Lob verträgt man ununterbrochen. Und es stimmt auch. Es stimmt auch. Trotzdem muss ich sagen, es freut mich auch, natürlich. Jeder Mensch ist auch stolz ein bisschen über das, was er getan hat. Jeder freut sich über die Anerkennung und ich freue mich wirklich über diese anerkennenden Worte, die ich heute gehört habe. Ich freue mich über diese Veranstaltung und ich danke unserem Bürgermeister, dass er das möglich gemacht hat. Ich danke allen, die gekommen sind und die damit ihre Freundschaft mit mir zum Ausdruck bringen. Ich danke dir, Heinz, dass du da bist, trotz deiner vielen Verpflichtungen in diesen Tagen, die natürlich noch größer und umfangreicher werden in den nächsten Wochen. Und ich weiß, was das heißt, Tage und Nächte durch Österreich zu fahren. Aber ich muss das heute hier sagen, der Heinz Fischer, mit dem ich seit Jahrzehnten bekannt und befreundet bin, ich kann mir niemand Besseren vorstellen an der Spitze des Staates als den Heinz Fischer. Und ich meine das gar nicht, wie man glauben möchte, parteipolitisch. Nein, ich kenne nämlich seine Erfahrung in der Politik. Es gibt niemanden, der unsere Verfassung so kennt und vor allem unsere Verfassung im Zusammenhang mit dem Leben der Menschen kennt, der so viel in diesen Jahrzehnten mit seiner Arbeit geleistet hat, kennengelernt hat und der bei all diesen
Aufgaben, die er zu erfüllen gehabt hat, auch als Präsident des Nationalrates, ein übergroßes Maß an Objektivität an den Tag gelegt hat. Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Tage und Wochen und ich würde mich freuen, wenn du in die Hofburg einziehst, dass du mal dort eine Flasche Wein wieder mal in diesen Rhein in den Hof gelegt hast. Ich bin sehr froh und ich freue mich, dass meine alten Freunde heute da sind. Der Bode Graz, mit dem ich am längsten bekannt bin, der ja schuld ist, dass ich nach Wien gegangen bin, denn er war ja Unterrichtsminister und der Bruno Kreisky wollte, als dann nach der ersten Wahl eine Veränderung vorgenommen werden musste, dass der Bode Graz Klubobmann wird. Und da haben beide lange einen Unterrichtsminister gesucht. Und dachte ich mir, niemand eingefallen ist, sind sie nicht gekommen. Und das stimmt schon, es hat mich der Bruno Kreisky angerufen, hat mich erwischt in Eisenstadt, im Schloss, da war eine Delegation der Schärdinger Gemeinde zu Besuch und hat gesagt, du sollst Unterrichtsminister werden. Sag ich, ich denke gar nicht daran. Eigentlich habe ich mit der Schule gar nicht so viel zu tun gehabt, bin doch kein Lehrer. Ja, das macht nichts, nicht. Mir sitzt der Bruno Graz, das ist auch kein Lehrer. Und der Bruno Graz hat aber schon so viel Vorarbeiten geleistet am Minoritenplatz, dass es ja leicht war, nachher zu arbeiten. Und ich muss noch was sagen. In diesen 70er Jahren in Wien, da hat es einen Kreis von Funktionären gegeben. So wie in jeder Regierung gibt es ja Fachminister, aber es gibt auch politische Minister, die den Kern der Regierung gebildet haben. Das war der Bode Graz, der dabei war. Das war der Karl Blecher, der überall dabei gewesen ist. Und immer dabei war der Heinz Fischer, der Hannes Androsch. Und nachher, als wir in der Regierung waren, der Sepp Wille als Klubobmann, wir haben uns sehr bemüht und es war nicht leicht, zugegeben. Wir haben wirklich auch manche Niederlage einstecken müssen. Aber ich habe das ja gewusst, denn es war ein Paradigmenwechsel in Österreich, der von Zeit zu Zeit stattfindet. Am Beginn der 80er Jahre ist eine andere Auffassung in den Herzen der Menschen da gewesen. Andere Vorstellungen von Leben. Es ist nun einmal so, und dem musste man Rechnung tragen, und es war eine Zeit des Übergangs, die zu bewältigen gewesen ist. Und ich habe gewusst, dass das einige Jahre dauern wird, und ich muss sagen, ich habe auch sehr gerne nachher, als das möglich gewesen ist, wieder meinen Hut genommen und bin vom Ballhausplatz wieder zurückgegangen. Von Neufeld auf den Ballhausplatz und, das muss man dazu sagen, zurück nach Neufeld. Es stimmt schon. Ich war, glaube ich, über ein Jahrzehnt Gemeinderat in Neufeld. Und ich muss sagen, es war eine schöne Zeit, denn in einer Gemeinde, in einer überschaubaren Gemeinde, wie unsere Gemeinden sind, lernt man ungeheuer viel. Man lernt wirklich das Leben der Menschen kennen, des einzelnen Menschen, der mit seinen Sorgen kommt und der die Hilfe braucht und der auch geführt werden möchte in einer Zeit, die gar nicht so leicht ist. Ich war das sehr gerne und dann bin ich nach Eisenstadt gekommen, auch durch einen Zufall Landesparteisekretär geworden. Und so, wie wenn ich heute zurückdenke in meiner Tätigkeit in Wien, ich natürlich immer wieder an Bruno Kreis gedenke und an Bruno Bittermann und an Rudolf Kirchschläger, so denke ich heute hier, was die Landespolitik betrifft, auch an Hans Bögl und an Ludwig Leser, beide Neufelder. Und ich danke dir, ich danke dem Landeshauptmann Hans Nissl, dass er gekommen ist heute,
Er ist der 8. Landeshauptmann, den ich im Burgenland kennengelernt habe. Aber nur ein Historiker kann das hier aufsagen, alle 8 Landeshauptmann. So viele Zeit ist vergangen seither. Und ich freue mich, dass er, der ein so seriöser Politiker ist in dem Land, so viel leistet. Aber er kommt ja auch aus der Gemeindepolitik. Er war jahrelang Bürgermeister in Frauenkirchen. Und ich weiß, wie schwer der Boden in Frauenkirchen ist. Als Landesparteisekretär musste ich einige Male nach Frauenkirchen fahren und musste den Streit schlichten, der auch in der eigenen Partei dort stattgefunden hat. Ich habe viele Freunde in dem Land gehabt. Ich denke da auch an den Dr. Vollmer, den ich von Anfang an hier im Lande beisammen gewesen bin. Ich möchte das als Beispiel dafür nennen, dass auch Akademiker nicht unbedingt in den Wolken thronen, sondern wenn sie ihre Bildung ernst nehmen, auch zu den Menschen hinausgehen. Der Helmut Vogel, der eigentlich ein Tiroler ist, was ich mir nicht verzeihen kann, aber bitte. Der Helmut Vogel hat uns ungeheuer viel geholfen, viel geleistet. Er hat einen Einsatz bewiesen wie kaum ein anderer. Und jetzt haben wir einen Freundeskreis, zu dem auch der Franz Soranitsch gehört. Er ist der einzige Vertreter der jetzigen Bundesregierung in unserem Freundeskreis. Aber er war immer eines, er war ein hervorragender Gewerkschafter. Das ganze Leben hindurch. Nur mit seiner Sekretärin, die war unsere Frauenvorsitzende in Wolkerbrodersdorf. Aber da haben wir immer den Verdacht gehabt, dass er einen zu starken Eindruck auf sie gemacht hat. Er ist ein schöner Mann, nicht? Jedenfalls danke ich für die Hilfe, die ich erfahren habe. Und eine große Stütze waren meine Freunde immer in Wien, im Burgenland und in Neufeld-Silber. Es wird wenige geben, die von der Volksschulzeit her heute noch Freunde geblieben sind, so wie wir das in Neufeld haben. Wir treffen uns regelmäßig, immer noch am Sportplatz, denn der Sportplatz war natürlich ein Mittelpunkt für mich. Und wenn der Heinz Fischer fragt, wir hatten da gesungen, muss ich Folgendes dazu sagen. Das war kein großer Sänger. Da kommt vor 3 Jahren ein Mann namens Wohlmuth zu mir und bringt mir eine CD mit den alten Schlagern. Und sagt, ja, du kennst mich nicht mehr, aber wir haben gemeinsam im Jahr 1948 in der burgenländischen Jugendauswahl gespielt, Fußball gespielt. Und auf das bin ich fast mehr stolz als auf Bundeskanzler. Leider hat meine Fußballlaufbahn abrupt ein Ende gefunden, weil ich zu einsatzbereit war. Fast so wie mein Freund und der langjährige Primararzt des Spitals, des SMC Dost, der jetzt auch in Pension gegangen ist, der hat auch in Wiesen Fußball gespielt. Und immer wenn in Wiesen ein anderer Verein gekommen ist, wollten alle daheim bleiben, weil sie Angst gehabt haben von Heinz Tragl, der in ganz Burgenland bekannt war als harter Fußballer. Ja, aber diese Freundschaften muss man pflegen und viele fragen, naja, wie kann man so viele Freunde haben? Man muss sich Zeit nehmen dazu. Und Freundschaften heißt auch, etwas überhören zu können, auf etwas zu verzichten, zusammenzukommen. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, dass heute sich die Menschen zu wenig Zeit nehmen, auch in der Politik zusammenzukommen. Wir im Bundeskanzleramt, der Bode Graz wird mir das bestätigen, wir haben ja fast jeden Tag am Abend, nicht mehr erst um 9 Uhr, ein offizielles Essen gehabt. Und der Bode war Außenminister, auch am Palastplatz. Und diese offiziellen Essen waren natürlich nicht nur sehr, sehr langweilig, sondern das Essen war immer dasselbe, immer gleich. Und nach 2 Stunden, wenn das ausgewesen ist, sind wir nicht nach Hause gegangen,
sondern sind ins Arbeitszimmer gegangen und haben dort noch ein Glas Wein oder ein Whisky oder irgendwas getrunken. Auf 2-3 Stunden sind die gesessen. Und im Burgenland haben wir fast das Burgenland regiert in St. Georgen in einem großen Gasthaus. Da sind wir jeden Tag zu Mittag zu hingekommen. Wirklich, man muss diese Kommunikationsmöglichkeiten, die jetzt erfunden worden sind, die tragen dazu bei, dass sich die Menschen überhaupt nicht mehr Zeit nehmen, miteinander zu reden, miteinander zu kommunizieren. Und das muss man halt auch ändern. Ich freue mich, dass so viele Mitarbeiter gekommen sind. Auch viele Frauen, die mich begleitet haben, in den verschiedensten Funktionen. Sie sind da. Und aus den Mädchen von damals sind natürlich auch Pensionisten von heute geworden. Aber sowohl in Eisenstadt wie in Wien. Ich muss immer sagen, sie waren nicht nur Angestellte. Sie waren wirklich Mitstreiter und Mitkämpfer. Sie waren, wenn es sein hat müssen, Tag und Nacht da und haben mitgearbeitet. Und ich habe ihnen wirklich dafür herzlich zu danken. Und natürlich war eine Stütze in all dieser Zeit meine Familie. Vieles hätte ich nicht tun können, wenn es nicht die Familie gegeben hätte. Und es stimmt schon, ich bin wirklich ein richtiger Neuväter. Von meinem Vater stamme ich aus dem Dorf aus, und von der Mutter aus der Kolonie, die beiden Pole von Neufeld. Und ich bin eigentlich in all diesen 75 Jahren in einem Umkreis von 300 Meter im selben Gebiet wohnhaft gewesen, in der Kolonie und dann in der Postkasse und jetzt in der Dewigasse. Und sehr bewusst, weil ich glaube, dass man seine Identität auch in der Politik nicht aufgeben soll. Und man muss ohnehin aufpassen, dass einem nicht genommen wird durch die mediale Zeit, die wir heute erleben. Und diese Kindheit war natürlich geprägt von den 30er Jahren. Mein Onkel, der spätere Bürgermeister, hat bei uns gewohnt und ich erzähle immer, der alte Herr, den man da gesehen hat, auf dem Bild war der Großvater, der hat auch immer ein Jahr bei uns gewohnt und ein Jahr bei der Schwester meiner Mutter. Und immer musste er umziehen, weil er keine Pension gehabt hat. Er war zwar Heizer in der Jutefabrik, aber die Rente war gleich null. Und natürlich konnte er die eine Familie nicht immer ihn mit ernähren. Und der arme alte Mann musste von Jahr zu Jahr umziehen. Und er ist immer umgezogen mit einem Handwagen. Da hat er alles drauf gehabt, was er besessen hat. Und noch eines, diese 30er Jahre waren natürlich auch politisch schwierig. Der Onkel, der bei uns gewohnt hat, war für die illegale Sozialdemokratie in dieser Region zuständig. Und im Keller unseres Hauses wurden immer Flugblätter gedruckt mit einer Schreibmaschine, die auf mich einen ungeheuren Eindruck gemacht hat, eine ganz alte Schreibmaschine. Und mich, ich war also 6, 7, 8 Jahre, haben sie auf die Gasse hinausgeschickt und ich habe müssen schauen, ob wer kommt, der gefährlich werden hätte können. Und dann musste ich hineinlaufen und musste sagen, da kommt wer. Und dann haben sie diese Schreibmaschine vor mir genommen und haben sie in den Aufguss im Keller hinunterlassen. Ich glaube, ich wäre fast gestorben wegen der Schreibmaschine. Aber dann ist der Krieg gekommen mit all dem, was alle kennen. Und dann die Besatzungszeit und in der Nachkriegszeit und der Wiederaufbau. Aber eines muss ich schon sagen, mag sein, dass es eine schwere Zeit gewesen ist, aber auf der anderen Seite hat man damals den Fortschritt, den es gegeben hat, hautnah miterleben können, wie wieder die Straßen in Ordnung gebracht worden sind, wie wieder das Telefon funktioniert hat, wie der erste Zug wieder gefahren ist, wie man wieder nach Wien gekommen ist, wie man wieder die Schule besuchen hat können, wie wieder die ersten größeren Nahrungsmengen auf die Lebensmittelkarte
verteilt worden sind. Alles das hat man hautnah miterlebt. Und ich sage, vieles, was heute so schnell als Selbstverständlichkeit angesehen wird, hat man damals wirklich gewürdigt. Auch den Umstand, dass es wieder Parteien gegeben hat. Als 16-jähriger Bub hat man mich mitgenommen zur ersten Werbeaktion der Sozialistischen Partei hier in Neufeld. Und ich erinnere mich, in der Postkasse sind wir von Haus zu Haus gegangen und ich lüge nicht. Viele Menschen haben geweint und haben gesagt, wir haben schon gewartet. Und daher möchte ich sagen, die, die heute die Politik diffamieren und bei jeder Gelegenheit die Politik herabsetzen, müssen sich erinnern, wie das gewesen ist ohne diese demokratische Struktur, ohne diese Parteien. Und ohne diese Parteien wird es zwar keine Auseinandersetzung geben, aber das war ja schon einmal da. Und ich sage immer, wir müssen uns auch im Sinne dessen, was ich bei der Regierungserklärung gesagt habe, daran gewöhnen, dass Politiker keine Übermenschen sind. Gott sei Dank keine Übermenschen. Sie sollen Menschen sein wie du und ich. Es hat nur eine Zeit gegeben bei uns, wo man gesagt hat, die Politiker sind Übermenschen. Und das war die schlechteste, die wir erlebt haben. Die schlechteste Zeit. Und daher haben wir allen Grund, mit Optimismus in die Zukunft zu schauen. Mit Optimismus die Probleme auch der Zukunft zu bewältigen. Und dass die Arbeit in unseren Ministerien, auch in der Landesregierung, sehr wertvoll ist, das zeigt ja eines, weil ich gerade den Gerhard Zeiler vor mir sehe. Er ist ausgegangen aus dem Ministerbüro und es ist heute der mächtigste Medienmanager im deutschsprachigen Raum. Das ist doch beachtlich. Das soll natürlich nicht heißen, dass man mit dem Programm von der RTL einverstanden ist. So möchte ich also ein kurz endgültiges Resümee ziehen. Erstens, ich habe mich wirklich nie in Funktionen gedrängt. Ich bin eigentlich immer aufgefordert worden, berufen worden. Ich habe mich aber auch dann der Verantwortung nicht entzogen. Ja. Zweitens, ich habe mich auch immer zur Politik bekannt. Und ich muss als ein Credo meiner politischen Zeit sagen, das, was ich in der Gegenwart fürchte, ist, dass der Staat als Sozialstaat abgeschafft wird. Und ich muss hier eines feststellen, bisweilen wundere ich mich, dass die Menschen nicht mehr Widerstand leisten. Denn das Leben des einzelnen Menschen hängt davon ab, im höchsten Maße, ob ein Sozialstaat da ist, der den Schwächeren hilft, dass er auch im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, im Sozialwesen zu seinem Recht kommt. Wenn das nicht der Fall ist, wenn der Staat entstaatlicht wird und wenn alles privatisiert wird, dann wird plötzlich es so sein, wie hat in Amerika oder zum Teil in England, dass der Starke sich durchsetzen wird und der Schwache wird auf der Strecke bleiben. Das ist eigentlich das, was ich in der Zukunft wünsche, dass die Menschen mehr verstehen sollen, in ihrem eigenen Interesse. Ansonsten muss ich sagen, bin ich glücklich, schaue auf ein glückliches Leben zurück, auf eine Familie, die intakt ist und auf meine Kinder und Schwiegerkinder, die sehr tüchtig sind, die Enkelkinder. Und natürlich ganz zuletzt denke ich an meine Frau, die vor 9 Jahren verstorben ist, mit der ich heuer 50 Jahre verheiratet gewesen wäre, die mir unendlich viel geholfen hat zur Bewältigung meiner Aufgaben. Und daher freue ich mich,
am besten über diese Ausstellung, die, wie ich hoffe, auch eine Grundlage eines zeitgeschichtlichen Archivs in Neufeld sein wird und die für mich widerspiegelt die Sinnhaftigkeit des Lebens, zu der ich mich als Historiker immer wieder hingezogen fühle. Die Sinnhaftigkeit des Lebens in der Form, dass man jeder für sich ein bisschen beitragen kann für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für alle anderen Menschen. Ich danke für die große Anerkennung. Sehr geehrten Damen und Herren, kein Geburtstagsfest ohne Geburtstagsgeschenk. Dr. Fritz Inowatz hat die Ehrenbürgerschaft bereits in Neufeld. Wir haben dieses Kulturzentrum nach ihm benannt. Jetzt war es natürlich für uns schwer und wir haben intensiv nachgedacht, womit wir ihm noch Freude machen könnten. Und wir haben ein Geschenk gefunden, das aus zwei Teilen besteht. Auf der einen Seite haben wir beschlossen, in Neufeld einen Dr. Fritz Inowatz Preis auszuschreiben jährlich für besondere kulturelle und soziale Errungenschaften und Leistungen. Das wird von der Gemeinde. Und das Zweite ist mir eingefallen, als ich mir unsere zahlreichen Gespräche in Erinnerung gerufen habe. Und da ist es durchgeklungen, dass du wirklich alles erreicht hast, was man in Österreich in der Politik erreichen kann. Aber unsere Gespräche hast du immer damit eingeleitet, was gibt's next, Bürgermeister? Dir muss ja gut gehen, Bürgermeister ist das beste Geschäft, was man haben kann. Und ist ja auch die mächtigste Position, die man laut Verfassung hat. Stimmt zwar nicht ganz, aber man kann einiges gestalten. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen dir den Titel eines Ehrenbürgermeisters in Neufeld verleihen. Wir wollen es dir aber nicht zu leicht machen, sondern wir wollen auch eine entsprechende Gemeinderatssitzung unter deinem Vorsitz führen. Herzliche Gratulation noch einmal.